Ich hoffe, wir sehen uns alle nächste Woche, auch wenn unter erschwerten Bedingungen, testen und ja, ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Wir machen heute Stehhaltungen. Dafür brauchen wir eigentlich nur die Matte, zwei Klötze oder was anderes, was ihr habt, so kleine Hocker und später eine Wand. So, wir fangen wie immer an, setzen uns in Svastikasana. Sitze so, dass du aufrecht sitzt. Das rechte Schienbein ist innen, links ist vorne. Großer Schneidersitz, zieh das Gesäß zur Seite und nach hinten. Bringe die Handflächen auf die Innenknie, spreiz deine Finger, streck die Arme und richte dich erstmal aus. Roll die Schultern nach hinten. Bauchnabel zieht einwärts, aufwärts, Brustkorb zum Kinn. Schau geradeaus. Und dann, wenn du magst, schließe deine Augen. Bereite dich auf deine Yoga-Praxis vor. Atme ruhig, entspannt ein und aus. Kehle weich, Gesicht entspannt. Löse Zahnreihen, Zunge. Nutze deine Hände, deine Arme, richte dich nochmal auf. Lass die Beine los. Gut, und dann langsam komm zurück. Und wie immer streck die Arme lieber vorne nach oben, entlasse deine Beine und streck die Arme hoch. Schau, dass die Hände schulterbreit sind, bring die Schultern abwärts, Bauchnabel rein und hoch. Zieht euch auseinander, strecke, spreize deine Finger, den Daumen nach hinten. Mittelfinger hoch, kleinen Finger nach vorne und hoch. Gut. Heb die Flanken, heb dein Brustbein. Dann bring die Arme vor, verschränke die Finger, rechter Zeigefinger vorne, Daumen aufeinander, drehe die Handflächen herum. Ellbogen arbeiten zueinander, der Bauch bleibt drin. Bleibe aufrecht sitzen, lehn dich nach hinten und bring die Arme wieder nach oben. Kleine Finger nach unten, Zeigefinger nach oben drücken. Und auch hier streckt euch raus. Trennt jetzt den Oberkörper vom Becken. Die Beine lassen los Richtung Boden. Brustbein zum Kinn. Dann wechseln wir. Bring die Arme wieder nach vorne, verschränke andersrum die Finger. Zieh jetzt schon die kleinen Finger zu dir hin. Schieb die Zeigefinger weg von dir. Ellbogen arbeiten zueinander und heb die nach oben. Kleine Finger ziehen runter, Zeigefinger, Daumen schiebe nach oben. Ellbogen zusammen, Schultern runter. Und heb nochmal die Flanken. Heb dein Brustbein. Dann bring die Arme nach vorne. Löst deine Hände. Streck die Beine aus. Und wechsel die Verschränkung der Beine. Jetzt ist das linke Schienbein drin. Rechtes vorne. Richtet euch auf. Dreht die Schultern nach hinten. Und dann bringt die Arme nach vorne. Handflächen spiegeln sich, strecke die Arme und bringt jetzt die Handflächen aufeinander. Und wenn man jetzt einmal beobachtet, was die Handflächen machen, wie die aufeinander liegen, dann stellen wir vor, dann stellt man fest, dass die quasi hier so
voneinander weggehen, dass die hier einen Hohlraum bilden. Den wollen wir jetzt wegmachen. Presse die Handflächen aufeinander und streckt so die Arme aus. Streck und spreiz deine Finger, Handflächen aufeinander und so hebe die Arme nach oben. Jetzt muss auch der Kopf dazwischen und dann bring die Arme so weit wie möglich nach hinten und presst die Handflächen aufeinander. Arme strecken. Ruhiges Ein- und Ausatmen. Und dann bringt die Arme vor. Zwischen vor dem Brustkorb zusammen, presst die Handflächen aufeinander. Die Ellbogen weisen nach vorne und nach unten. Wir drehen jetzt. Sitzbeine schwer. Dreh den Oberkörper nach rechts. Bring die linke Hand zu deinem rechten Außenknie. Die andere Hand zum Kreuzbein. Bring die Ellbogen voneinander weg. Die Schultern in einer Linie drehen. Schau nochmal zur Kamera nach vorne. Das rechte Sitzbein zieht nach vorne. Zieh am Außenknie, ohne das Bein nach oben zu bewegen und dreh den Rumpf, dreh den Bauch nach rechts und zum Schluss geht der Kopf. Einatmen, schaffe Länge, ausatmen, dreh noch mehr, rechte Schulter vor, linke zurück. Und dann komm zurück zur Mitte. Neutralisiere die Drehung. Und wir gehen zur linken Seite. Rechte Hand zum linken Außenknie, linke zum Kreuzbein. Ellbogen weg voneinander, beug deine Ellbogen, zieht am Außenknie, schau nach vorne, dreh den Bauch rum. Linke Schulter nach vorne, rechte zurück. Und dann bring die Schultern in den Rücken, dreh nochmal rum. Linke Sitzbein nach unten und nach vorne. Und dann zum Schluss geht der Kopf. Einatmen, lange, lange Wirbelsäule, ausatmen, dreh nochmal rum. Gut, und dann kommt zurück zur Mitte, hebt jetzt die Arme nach oben, streckt euch nochmal aus. Und dann bringt die Arme abwärts, streckt deine Beine. Und dann gehen wir zu unserem ersten Hund. Adho Mukha Virasana erstmal. Großen Zehen sind zusammen, Knie sind geöffnet. Leg dich erstmal ab. Entlasse deine Schultern. Guck, dass die Sitzbeine auf deinen Fersen liegen. Gut, dann hebe den Kopf, streck die Arme nach vorne aus. Schau, dass der Mittelfinger jetzt, dass die Mittelfinger parallel zueinander sind und die Hände schulterbreit. Presst die Hände in den Boden, auch hier wieder die Handflächen runter. Heb die Arme weg vom Boden, Schulter in den Rücken. Jetzt laufe nochmal mit den Fingern, mit den Händen nach vorne. Streckt euch lang. Trennt jetzt hier auch wieder den Oberkörper vom Becken. Beim Yoga wollen wir uns immer auseinanderstrecken, lang machen. Immer in entgegensätzliche Richtung auseinanderziehen. Und dann komm auf die Knie. Knie und Füße sind hüftbreit auseinander. Dreh deine Zehen rum und kommt nach oben. Lass die Fersen erstmal oben, schieb dich weg von den Händen, verlagere dein Gewicht jetzt auf die Fingerballen, schieb die Matte mit den Händen nach vorne, Schultern in den Rücken und in die Kniescheiben. Die zieht jetzt wieder hoch, den ganzen Oberschenkel hoch, hochziehen und jetzt zurück und so bringt die Fersen abwärts. Auch hier auseinanderstrecken. Die Hände schieben nach vorne, die Füße nach hinten, Arme vor, Beine zurück. Kopf ist locker zwischen den Oberarmen. Atme ruhig entspannt ein und aus.
So, dann beug deine Beine und lass los. Wir wiederholen. Streck deine Arme nach vorne aus, Mittelfinger parallel zueinander. Laufe mit deinen Händen nach vorne, presse die Handflächen runter, heb deine Arme hoch, Schultern, Innenrücken, Brustbein zum Kinn. Und so kommen wir wieder hoch. Knie und Füße sind hüftbreit, dreh deine Zehen rum und heb dein Gesäß nach oben, schieb dich weg von den Händen, bring das Gesäß nach oben und jetzt bring die Fersen so weit wie möglich nach oben. Steh auf deinen Zehenballen, strecke deine Zehen, presse die Zehen in den Boden und die Kniescheiben nimm wieder hoch. Kniescheiben rein und hoch. Bring deine Beine zurück und langsam presse die Fersen Richtung Boden. Arme nach vorne, Beine nach hinten. Und jetzt schau vor zu deinen Händen, bringe deinen Brustkorb nach vorne zum Kinn und das Gesäß zieht auch nach hinten. Auch hier wieder so auseinanderreißen. Oberkörper weg vom Becken. Und dann lasse den Kopf jetzt locker zwischen den Oberarmen. Beine arbeiten nach hinten. Mit den Händen schiebst du die Matte nach vorne. Die Oberarme und die Unterarme arbeiten nach vorne. Nacken lang, Gesicht entspannt. Gut, und dann schau vor. Laufe mit den Füßen nach vorne. Bring die Hände auf dein Becken. Und heb dich nach oben. Tadasana. Schließ deine Füße. Großen Zehen, wichtig in Tadasana. Die großen Zehen gehören zusammen. Die großen Zehenränder gehören zusammen. Wenn möglich, die Innenfüße zusammen. Innenfersen zusammen. Alles zusammen. Wenn du Hallux hast und die Fersen nicht zumachen kannst, dann wichtig ist, dass wenigstens die großen Zehen zusammenbleiben. Also großen Zehen gehen vor den Innenfersen, ne, also auf jeden Fall die zusammenhalten. Also presse jetzt großen Zehenballen aufeinander, wenn du kannst auch die Innenfersen. Verlager dein Gewicht auf die Fersen, streck deine Zehen nach vorne aus und heb wieder die Kniescheiben hoch. Kniescheibe hochheben und den ganzen Oberkörper nach oben bringen. Bauch rein, hoch, Brustkorb hoch, schau geradeaus und rückwärts, alles geht runter. Schultern runter, Sitzbeine zu den Fersen. Steiß einwärts, Waden strecken zu den Fersen. Strecke und spreiz deine Finger. Tadasana. Kniescheiben hoch, bring die Arme vor und hoch. Bring die Arme so weit wie möglich nach hinten, hinter die Ohren. Alle Finger sind gestreckt, Bauch rein. Dann bring die Arme vor, verschränk die Finger. Und bringen die Arme wieder nach oben. Kleine Finger runter, Zeigefinger hoch. Auch hier wieder die Arme so weit wie möglich hinter die Ohren. Kniescheiben nach oben ziehen. Sitzbeine runter. Dann einmal andersrum. Die Hände verschränken. Zieht euch auseinander, macht die Flanken lang. Jetzt löse deine Hände oben. Und bring die Hände wieder zusammen. Handflächen aufeinander pressen. Press die Handflächen aufeinander. Und dann
presst deine Füße zusammen, beugt deine Beine und jetzt auch die Innenbeine, alles zusammenpressen und langsam setz dich tief. Schieb deine Schienbeine nach hinten, Sitzbeine zu den Fersen, wenn du kannst, schau zu den Händen. Setz dich tief. Utkatasana. Bauchnabel rein. Gut. Beine zueinander. Und dann presse in die Fersen und komm hoch. Tadasana. Presse jetzt auch hier in Tadasana die Beine aufeinander, die Innenbeine aufeinander. Du möchtest jetzt auf zwei Beinen ein Bein machen. Und wir wiederholen. Streck die Arme vor und hoch. Schließe deine Handflächen. Press die Handflächen aufeinander. Schau nach oben und beug deine Beine. Knie nicht über die Zehen bringen. Bring die Schienbeine zurück. Sitzbeine zu den Fersen. Kein Hohlkreuz. Schau zu deinen Händen. Press die Hände aufeinander. Ruhiges Ein- und Ausatmen. Presse die Beine aufeinander. Und dann Fersen runter. Und heb dich hoch. Bring die Arme abwärts. Tadasana. Als nächstes üben wir Vikshasana, den Baum. Erstmal vielleicht ohne Wand. Guck mal, ob das klappt. Schau, dass du jetzt nicht gerade auf der Matte stehst, sondern auf dem nackigen Boden. Da haben die Füße eigentlich immer den besten Halt. Und jetzt halte das linke Bein auf dem Boden gestreckt. Beuge das rechte Bein. Bring dann das Schienbein zu dir hin. Zieh das Schienbein hoch, presse in die rechte Ferse. Rechte Ferse sind wir. Genau. Das linke Bein, Kniescheibe rein und hochziehen. Gut, dann greife um und bringe jetzt den rechten Fuß zum Innenbein. Links, ganz hoch. Die Ferse so hoch wie möglich. Presse Fuß auf den Innenoberschenkel, Innenoberschenkel, press zurück, Knie nach außen. Du kannst ruhig den Fuß halten, wenn er abrutscht. Hände erstmal zum Becken und wenn du Kapazität hast, dann bring die Arme über vorne nach oben. Und wenn es immer noch geht, dann schließ deine Handflächen. Presse die Handflächen aufeinander. Gut. Und dann kommt langsam zurück. Andere Seite. Linkes, rechtes Bein jetzt auf dem Boden. Zieh die Kniescheibe hoch. Beug dein linkes Bein. Zieh dein Schienbein zu dir hin. Presse in die linke Ferse. Jetzt greife um und bring den Fuß so hoch wie möglich nach oben in die Innenleiste. Gut. Knie nach außen. Stabilisiere dich. Gut. Und dann langsam, wenn du kannst, bring die Arme hoch. Mach die Flanken lang. Und wenn du noch weiter gehen möchtest, schließ deine Handflächen. Presse die Handflächen aufeinander. Ruhiges Ein- und Ausatmen. Gut, und dann kommt wieder zurück. Jetzt hier gerade im Vikshasana, die Balancehaltung, ist es wichtig, dass die Ausrichtung richtig ist. Wir wiederholen die Haltung und dann am besten jetzt wirklich mal in die Nähe von einer Wand oder Stuhl, Tisch, was ihr so gerade habt. So, wir fangen wie immer mit der rechten Seite. Linkes Bein auf dem Boden, zieh die Kniescheiben nach oben und jetzt beug dein rechtes Bein und bringt den Fuß
zum Innenoberschenkel. Und hier ist es wichtig, dass der Innenfuß wirklich gerade ist, dass er nicht so steht, sondern wirklich gerade ist. Das ist schon gar nicht so einfach, um auch die Ferse einzuhaken. Ne? Innenfuß ist gerade und so geht das Knie auch automatisch zur Seite. Links Oberschenkel hochziehen. Gut. Und jetzt mit dem Fuß einmal den Innenoberschenkel links nach hinten schieben. Nochmal nach hinten. Hier so rum. Nach hinten. So, dass das Knie nochmal nach außen kommt. Gut. Und wenn du dann noch kannst, dann streck die Arme über vorne nach oben. Mit dem Fuß zieh den Innenoberschenkel nach hinten und wenn du kannst, bring die Handflächen zusammen. Ruhiges Ein- und Ausatmen. Gut, und dann komm zurück. Die andere Seite. Rechtes Bein jetzt auf den Boden, Kniescheibe rein und hoch. Beug dein linkes Bein und auch hier wieder die Ferse so hoch wie möglich zur Innenleiste und der Innenfuß. Der muss hier ganz gerade sein. Gut. Presst den Fuß gegen den Oberschenkel. Oberschenkel presst zurück und hoch. Und jetzt bringt wieder das Innenbein nach hinten. Schieb mit dem Fuß das Innenbein nach hinten. Stabilisiere dich und wenn du kannst, bring die Arme nach oben und schließe deine Hände. Presse die Handflächen aufeinander, Arme sind gestreckt. Der Fuß zieht nach innen. Gut, und dann langsam kommt zurück. Tadasana, beruhige deine Atmung. Atme in den Brustkorb entspannt ein und aus. Wir machen weiter mit den Stehhaltungen. Komm in die Mitte deiner Matte jetzt. Vier Trikonasana. Wenn wir gleich in den Abstand reingehen oder reinspringen, was du möchtest, dann werden wir heute den Abstand ein bisschen größer machen. Und zwar das den Hintergrund, dass wir später vom Trikonasana in den Virabhadrasana 2 gehen, in den zweiten Krieger, eventuell Parshvakonasana und das alles dynamisch und deshalb müssen wir einen Abstand direkt haben. Ne? Also wenn wir dynamisch üben, dann ist das immer schwierig, die Füße immer zu bewegen und den Abstand nochmal zu korrigieren. Also schau, dass du direkt in den großen Abstand gehst. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen, beug die Beine, geh oder spring einen großen Abstand. Also schon so 1,20 Meter, schon ganz gut. Drehe jetzt den linken Fuß ein bisschen nach innen, das rechte Bein 90 Grad nach außen. Linker Oberschenkel arbeitet zurück, rechter Oberschenkel hoch. Heb den rechten Arm nach oben und beug dich über die Seite. Bring die Hand zum Schienbein, die andere nach oben. Und achte wieder auf deine Beine. Links Fußaußenkante runter, linker Oberschenkel zurück. Rechts große Zehenballe, Innenfuß runter, Oberschenkel hochziehen. Bauch dreht von rechts nach links. Schau geradeaus. Hast du keine Nackenprobleme, kannst du auch zu deinen Daumen schauen. Nach oben. Dann schau wieder vor. Presse in die hintere Ferse. Heb dich hoch. Dreh die Füße nach vorne. Und wir gehen auf die andere Seite.
rechter Fuß eindrehen, linkes Bein 90 Grad ausdrehen. Rechter Fuß Außenkante runter, links Innenfuß runter, heb den linken Arm nach oben und beug dich auf die linke Seite. Streck die Arme voneinander weg. Dreh den Bauch von links nach rechts. Schau geradeaus. Rechter Oberschenkel zurück, linker Oberschenkel hoch. Gut. Wenn du kannst, schau zu deinem rechten Daumen. Atme hier ruhig entspannt ein und aus. Und dann schau wieder vor. Presse in die rechte Außenferse. Komm wieder nach oben. Dreh die Füße zueinander. Hände vor dem Brustkorb zusammen. Beug die Beine, geh oder spring. Zusammen. Tadasana. Innenbeine zueinander. Innenfüße zueinander. Atme entspannt. Ein und aus. Virabhadrasana 2, der zweite Krieger. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen, beug die Beine, geh oder spring wieder in eine große Grätsche. Linker Fuß dreht ein bisschen ein. Rechtes Bein dreht 90 Grad nach außen. Linker Oberschenkel zurück. Presse in die linke Außenferse und jetzt langsam. Der Oberkörper bleibt nach vorne ausgerichtet, bleibt gerade und langsam beugt das rechte Bein. Knie zieht zur Kleinzehseite. Zählst dich tief. Bauch rein, Brustkorb hoch und dann schau nach rechts über den rechten Mittelfinger. Linker Oberschenkel zurück. Rechtes Knie nach außen. Setz dich tiefer mit deinen Sitzbeinen. Dann schau wieder vor. Streck das Bein. Dreh die Füße nach vorne. Hände kurz zum Becken. Und dann drehen wir wieder den rechten Fuß ein bisschen ein. Der Oberschenkel bleibt aber zurück. Und bringe das linke Bein 90 Grad nach außen. Zieh den Oberschenkel hoch, beide Oberschenkel hoch und nach außen. Arme zu den Seiten. Presse in die hintere Ferse, in die rechte Ferse. Du bleibst mit dem Gewicht in der rechten Ferse und langsam beugst du das linke Bein. Zum zweiten Krieger. Das Knie zieht nach außen. Brustkorb hoch. Und dann schau über den linken Mittelfinger. Rechter Oberschenkel zurück. Linkes Knie nach außen. Setz dich tiefer mit den Sitzbeinen. Bauch rein. Dann schau wieder vor. Streck das Bein. Dreh die Füße nach vorne. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen. Beug die Beine. Geh oder spring. In Tadasana. Beruhige deine Atmung, dein Herzschlag. Für die nächste Haltung brauchen wir Blöcke. Geh mal ruhig hochkant. Vipassana Konasana. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen, beug die Beine, geh oder spring in eine große Grätsche. Linker Fuß eindrehen, rechtes Bein 90 Grad ausdrehen. Presse in die linke Außenferse, linker Oberschenkel zurück, rechter Oberschenkel zieht hoch. Bleibe mit dem Gewicht in deiner linken Ferse, langsam beuge das rechte Bein, Knie nach außen, Oberkörper bleibt gerade. Dann heb den rechten Arm nach oben, beug dich
auf die rechte Seite und bringt die Hand zum Klotz. Der Klotz ist jetzt hinter deinem Bein. Arm nach oben. Bring den linken Oberschenkel zurück. Presse in die linke Außenferse. Dann drehe die Handfläche rum und bring den Arm über das Ohr. Dann dreh den Bauch, den Brustkorb hoch. Schau zur Decke. Parshvakonasana. Presse in die hintere Ferse. Und dann dreh die Handfläche rum. Und das Bein bleibt jetzt gebeugt und wir ziehen uns in den zweiten Kringer. Und jetzt streck das Bein, dreh die Füße nach vorne, Hände kurz an das Becken, stell den Klotz zur Seite, damit er dich nicht gleich stört. Und wir machen die andere Seite. Wir drehen jetzt den rechten Fuß nach innen ein wenig. Linkes Bein 90 Grad nach außen. Oberkörper ist nach vorne ausgerichtet zum langen Mattenrand. Rechter Oberschenkel arbeitet zurück. Links hochziehen. Arme auf Schulterhöhe. Und beugt das linke Bein. Knie zieht zur kleinsten Seite. Das linke Bein, rechte Bein ist gestreckt. Rechter Oberschenkel zurück. Oberkörper gerade. Dann hebt den linken Arm nach oben. Beug dich nach links, bring die Hand zum Klotz. Klotz ist hinter dem Bein direkt. Anderer Arm nach oben. Streck noch mehr das rechte Bein, presse in die rechte Außenferse. Dann dreh die Handfläche rum und bring den Arm über das Ohr. Zieh die ganze Seite jetzt lang. Außenferse in den Boden, Fingerspitzen hoch diagonal. Dreh den Bauch, den Brustkorb und dann schau zur Decke. Ruhiges Ein- und Ausatmen. Gut, schau wieder vor, dreh die Hand rum, Bein bleibt gebeugt und zieh dich in den zweiten Krieger. Presse in die rechte Außenferse. Schau wieder vor, streck das Bein, dreh die Füße nach vorne, Hände vor dem Brustkorb zusammen, beug die Beine. Geh oder spring in Tadasana. Ruhiges Ein- und Ausatmen. Sitzbeine zu den Fersen, Oberschenkel hoch und zurück. Presse die Innenbeine zueinander. Brustkorb ist erhoben, bleibe aufgerichtet. Fersen runter, Krone des Kopfes zieht zur Decke. Auch wieder dieses Auseinanderziehen. Gut. Jetzt wollen wir einmal alles dynamisch machen. Tadasana. Großer Abstand. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen, beug die Beine, geh oder spring in eine große Grätsche. Arme auf Schulterhöhe, Oberschenkel zurück. Dreh den linken Fuß ein wenig ein, das rechte Bein 90 Grad nach außen. Zieh den rechten Oberschenkel hoch, Kniescheibe rein und hoch. Linker Oberschenkel arbeitet zurück. Heb den rechten Arm nach oben. Trikonasana. Zieht euch auseinander. Presse in die hintere Ferse, Oberschenkel zurück. Wenn du kannst, schau zu deinem linken Daumen. Atme hier ruhig, entspannt ein und aus. Und schau wieder vor. Halte das linke Bein jetzt gestreckt. Beuge das rechte Bein. Zu klein C-Seite, bring die Hand zum Klotz und wir kommen in Parshvakonasana. Dreh die Handfläche rum, bring den Arm über das Ohr, zieh auch hier jetzt die linke Seite lang, linke Fingerspitzen nach oben diagonal, Fußaußenkante runter in den Boden und dann dreh den Bauch und den Brustkorb und schau zur Decke.
Das Außenknie rechts arbeitet zum Arm. Dann schau wieder vor. Das Bein bleibt jetzt gebeugt. Dreh die Handfläche rum. Wir heben uns in den zweiten Krieger. Bringen noch mehr Gewicht jetzt in die linke Außenferse. Ruhiges An- und Ausatmen. Gut, dann beugt das Bein, streckt das Bein, dreh die Füße nach vorne, Hände auf das Becken, bringt den Klotz weg, damit er dich jetzt auf der anderen Seite nicht stört. Großer Abstand hier wieder. Bring die Arme auf Schulterhöhe zur Seite, dreh den rechten Fuß ein bisschen nach innen, das linke Bein 90 Grad nach außen. Rechter Oberschenkel arbeitet zurück. Linker Oberschenkel, Kniescheibe rein und hoch. Heb den linken Arm nach oben. Trikonasana auf der linken Seite. Rechter Oberschenkel zurück. Linker Oberschenkel hoch. Dreh den Bauch rum, wenn du kannst, wenn der Nacken es erlaubt. Schau zu deinem rechten Daumen. Atme hier ruhig entspannt ein und aus. Und dann schau wieder vor. Das rechte Bein bleibt gestreckt. Wir beugen das linke Bein zur kleinsten Seite. Bring die Hand zum Klotz. Klotz direkt hinter dem Bein. Vipassana Konasana. Dreh die Hand rum und dann bring den Arm über das Ohr. Knie arbeitet zum Arm, linker Oberschenkel, rechter Oberschenkel zurück. Und mach jetzt hier wieder die rechte Seite ganz lang. Die Finger ziehen diagonal nach oben, rechte Fußaußenkante runter in den Boden. Und dann schau wieder vor. Das Bein bleibt jetzt gebeugt. Und wir ziehen uns in den zweiten Krieger. Bringe mehr Gewicht jetzt auf die rechte Außenferse. Atme hier auch ruhig, entspannt ein und aus. Gut. Dann schau vor. Streck das Bein, bring die Füße nach vorne, Hände vor dem Brustkorb zusammen, beug die Beine. Geh oder spring. Zusammen. Tadasana. So, einmal zum Ausruhen. Uttanasana. Füße hüftbreit. Auseinander. Zieh die Kniescheiben hoch. Hände auf dein Becken. Und dann langsam beug dich nach vorne. Drück die Hände entweder auf die Klötze oder unter den Schultern. Schau vor. Schau nach vorne. Zieh den Boden und dann die Klötze zu dir hin, mach den Oberkörper lang und dann lasse los. Verschränk deine Ellenbogen und entlasse den Oberkörper. Die Beine bleiben aber aktiv. Kniescheiben rein und hochziehen. Komm auf den Vorderfuß, nicht nach hinten lehnen mit dem Körper, mit den Beinen, Nacken lang, Gesicht entspannt. Wechsel die Verschränkung der Ellenbogen und lasst euch aushängen. Lasse ganz los. Und dann bring die Hände auf das Becken, heb den Kopf und komm mit gestreckten Beinen nach oben. Ruhiges, entspanntes Ein- und Ausatmen.
Und für die nächste Haltung brauchen wir eventuell zwei Klötze. Bring jetzt die Fersen zum Ende der Matte am Mattenrand, langen Mattenrand, großer Abstand auch hier. Prasarita Padottarasana. Fußaußenkanten sind parallel zueinander. Bringe die Oberschenkel zurück. Oberschenkel arbeiten auch hier wieder hoch und zurück. Sitzbeine zu den Fersen. Bringe deine Hände auf das Becken, Ellbogen zueinander. Hebe den Kopf und dann komm nach vorne. Komm nach vorne, nach vorne. Schau vor. Oberschenkel hoch und zurück. Kopf bleibt oben. Dann bring die Hände unter deine Schultern auf den Boden, wenn es nicht geht, auf die Klötze. Und dann mit gestreckten Armen bring die Hände nach hinten, soweit wie es geht, zwischen die Füße. Kopf bleibt die ganze Zeit nach vorne ausgerichtet. Kniescheiben rein und hoch. Und dann beug deine Ellbogen, die Ellbogen ziehen zueinander und langsam bring den Kopf nach oben. Idealerweise landet er auf dem Boden. Wenn das nicht der Fall ist, schnapp dir den Klotz oder zwei, bau dir was, damit der Kopf entspannt jetzt entspannen kann. Die Beine bleiben auch hier wieder aktiv. Zieh die Kniescheiben rein und hoch. Komm mehr auf den Vorderfuß, nicht nach hinten lehnen mit dem Gewicht. Und jetzt entlasse jetzt den Kopf. Entlasse den Kopf, die Schultern, die Ellbogen arbeiten zueinander. Eine schöne Alternative für den Kopfstand. Atme hier ruhig, entspannt ein und aus. Kniescheibe rein und hoch. Außenhüfte hochziehen. Gut, und dann langsam richte dich auf. Bring deine Hände unter die Schultern, schau wieder vor. Und dann bring die Hände auf das Becken, richte dich auf. Schließe die Füße und komm in den Fersensitz. Bring die Hände, die Handballen hier auf die Ansätze der Oberschenkel. Bring die Ansätze der Oberschenkel runter, Ellbogen zueinander. Sitze ruhig. Wenn du magst, schließ deine Augen. Ruhe dich aus. Atme entspannt in den Brustkorb ein und aus. Und dann machen wir noch einmal den Heldensitz. Knie sind zusammen, Füße sind geöffnet. Ruhig mit einem Block oder mit einer Decke unterm Gesäß. Greife mit den Fingern in die Kniekehle. Zieh die Waden nach hinten und zur Seite und setz euch zwischen die Fersen. Guck da zwischen Ferse und Becken. Ein Daumen noch reinpasst, nicht auf den Fersen sitze. Fußaußenkante zieht hier abwärts. Auch hier erstmal Hände auf die Oberschenkel,
Hast du Probleme mit Knien? Setz dich höher. Und dann nochmal Parvatasana. Bring die Arme vor. Verschränk deine Finger. Rechter Zeigefinger vorne. Daumen aufeinander. Dreh die Handflächen rum. Sitzbeine schwer auf dem Block. Bring die Arme nach oben. Kleine Finger runter. Zeigefinger hoch. Ellbogen zueinander. Bauchnabel rein und hoch. Brustkorb hoch. Streckt euch hier aus. Dann oben wechseln wir die Verschränkung. Löse erstmal deine Finger. Erstmal lang, lang, lang machen. Und dann wechsel die Verschränkung. Jetzt ist der linke Zeigefinger vorne und dreh einfach nur die Handflächen rum. Kleine Finger ziehen abwärts. Zeigefinger, Daumen hoch. Bauchnabel rein. Und dann bringt die Arme abwärts. Bringt die Hände vor die Knie. Komm langsam in den Vierfüßlerstand. Strecke die Beine aus. Und dann macht jeder nochmal für sich einen Hund, um sich nochmal zu strecken. Schieb auch hier wieder mit den Händen die Matte nach vorne, die Arme arbeiten vor. Mit den Füßen die Matte nach hinten, Kniescheibe rein und hoch. Auch hier wieder Becken hoch. Mach die Flanken lang. Ruhiges, entspanntes Ein- und Ausatmen. Streckt euch lang, Arme und Beine kraftvoll gestreckt. Und dann beug deine Beine. Lass sie nochmal kurz in der Kindstellung los. Und dann bring die Hände unter die Schulter, richte dich auf. Für die Entspannung brauchen wir eine Wand, Klötze oder Kissen, Decke geht auch, so eine eingerollte Decke. Ich zeige mal ganz kurz, was wir machen. Viparita Karani, eine meiner Lieblingshaltungen. Wir bringen jetzt die Matte an die Wand. Lass mal gucken, ob ihr mich dann sehen könnt. So nicht, so besser. Jo. Das bin natürlich total falsche Seite hier erwischt. Andere Seite. So. Jetzt bringen wir die Beine an die Wand. Hoch an die Wand. Setzt sich dafür hier mit dem Gesäß an die Wand und schwingt die Beine nach oben. Und jetzt kommt das Schöne. Jetzt kommen hier die Klötze unterm Kreuzbein. Die Höhe könnt ihr variieren. Wichtig ist, dass das wirklich unterm Kreuzbein ist und nicht zu nah an der Wand. So. Entweder hier in dieser Höhe ein Klotz so breit hinlegen, Arme so. Oder ihr geht ein bisschen höher, packt euch zwei Klötze drauf
Und guck, dass die Sitzbeine an der Wand sind. Halt, sucht euch einmal eure Position aus und dann genießt die Entspannung. Entlasse jetzt deine Beine, die Oberschenkel, den Bauch. Entlasse deine Schultern, die Arme. Die Arme kannst du entweder so liegen lassen oder in Shavasana. Wenn die Arme hier in dieser Stellung nicht entspannen können, dann wie immer vom Körper entfernt ablegen. Zieh nochmal den Nacken raus, Schultern weg von den Ohren. Entlasse dein Gesicht. Löse Zahnreihen, Zunge. Entlasse den Hinterkopf. Alles ist jetzt ruhig und entspannt. Bleibe hier ganz bei dir und deiner Entspannung. Richte die Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Mit jedem Ausatmen werde ruhiger, entspannter. Wenn du merkst, dass deine Gedanken wieder auf dich einströmen, dann schick sie erstmal weg. Lass die vorbeiziehen wie die Wolken am Himmel. Bleibe mit der Aufmerksamkeit bei hier und jetzt. Atme ruhig. Entspannt ein und aus. Und dann langsam beug deine Beine, heb das Becken, entferne die Unterlage, bring das Becken erstmal auf den Boden und dann schieb dich weg von der Wand. Und zwar so weit, dass du nochmal die Füße davor stellen kannst. In Barakonasana. Die Fußsohlen aufeinander, Zehen gegen die Wand, auf, so auseinanderbringen und dann
bring deine Knie nochmal auseinander. Entlasse auch hier erstmal die Leisten, Beine, Hände auf dem Bauch. Dann bring die Hände zu den Außenoberschenkel, schließ deine Beine und dann kannst du dich nochmal ganz lang machen. Nochmal ganz flach auf den Boden legen. Nochmal alle Vieren loslassen. Shavasana. Die Totenstellung. Wenn du magst, kannst du noch ein bisschen liegen bleiben, sonst komm auf gewohnte Weise zurück. So, dann hoffentlich bis nächste Woche. Ich freue mich mal wieder, euch live alle zu sehen. Namaste. Ja, schönen Tag, schönen Sommeranfang und bis bald.